Und nun das Kalenderblatt. Heute vor 50 Jahren begann das Woodstock Festival. Hören Sie dazu einen Beitrag von Karl Lippegaus. Let's welcome Mr. Richie Havens. 15. August 1969. Hunderttausende waren dem Aufruf von zwei Hippies und zwei Finanzjongleuren gefolgt, um drei Tage lang in der Nähe des kleinen Ortes Woodstock nördlich von New York 32 Bands zu erleben. Auf dem Programm standen so klangvolle Namen wie The Grateful Dead, Jefferson Airplane, Santana, Joe Cocker und Jimi Hendrix. Der Sänger Richie Havens machte den Anfang, er sang einen alten Spiritual und skandierte x-mal das Wort Freedom. Eine Kettenreaktion ging durch das riesige Menschenmeer. Alle standen auf und begannen zu tanzen. Das größte Problem sei die Politik gewesen, sagte Michael Lang, einer der Festivalmacher, und meinte vor allem die Proteste der Anrainer. 9 Monate lang habe man diese 3 Tage des Friedens und der Musik vorbereitet. Ein paar Tage nach der US-Mondlandung war auf den Feldern Max Jaskers endlich der geeignete Platz gefunden. Ich bin ein Bauer. Das ist die größte Gruppe von Menschen, die je an einem Ort zusammenkam. Ihr habt der Welt bewiesen, dass 500.000 Jugendliche zusammenkommen und 3 Tage Spaß haben und Musik hören können. Dafür soll euch Gott segnen. Der Wettergott schickte wochenlang Dauerregen, Wolkenbrüche und einen heftigen Gewittersturm am letzten Festivaltag. Sie stellten alle auf eine harte Probe. Die Musiker, viele in ledernen Fransenjacken und gebartigten Klamotten, sowie ihr Publikum. Kurz nach dem Beginn wurde das eingezäunte Terrain gestürmt von Leuten ohne Eintrittskarten. It's a free concert from now on. Die Jugend des prüden Amerika zog sich leicht verschämt aus und nahm ein Bad im Fluss oder meditierte. Sly and the Family Stone, die noch unbekannte Westküstenband Santana und der Newcomer Joe Cocker wurden frenetisch gefeiert. Die Musiker strengten sich an, ihr Bestes zu geben. Als der Aktivist Abby Hoffman darauf hinweisen wollte, dass John Sinclair, der Anführer der Anarcho-Partei White Panthers, wegen Besitzes von 2 Joints für 10 Jahre ins Gefängnis musste, da stieß ihn Pete Townsend von The Who einfach von der Bühne und erklärte später mürrisch: Die Woodstock-Besucher waren wirklich ein Haufen Heuchler, die meinten, eine kosmische Revolution für sich reklamieren zu können, ohne für die Bands zu bezahlen. Für Michael Lang stand fest: Politisches sollte auf der Bühne nicht thematisiert werden. Die Musiker warnten sich gegenseitig, nichts aus Bechern oder offenen Flaschen zu trinken, denn überall war LSD drin. Alle waren auf dem Trip. Wie sonst hätten sie das auch ausgehalten, mit kalten Hotdogs und unzähligen Joints unter einer Plastikplane im Morast. Amerika entdeckte am Fernseher, wie viele Hippies es gab. Give me an R! Give me a U! Give me a C! Woodstock wurde zum Katastrophengebiet. Die Armee ließ Ärzteteams einfliegen, die umsonst arbeiteten. Jerry Garcia von The Grateful Dead. Ich war total zugedröhnt und sah, wie blaue Stromfunken über die Bühne hüpften und direkt in meine Gitarre sprangen, wenn ich die Saiten berührte. Hinter den Verstärkern rief ständig irgendwer: Die Bühne bricht zusammen. Vor nur noch 40.000 Zuschauern beendete Jimi Hendrix am Montagmorgen gegen 9 Uhr das Spektakel. Sein Auftritt zählt zu den großen Dokumenten der Rockgeschichte. Manche dachten bei seiner furiosen Dekonstruktion der Nationalhymne The Star-Spangled Banner an abstürzende Militärhubschrauber. Hendrix war Fallschirmspringer gewesen. Der Vietnamkrieg, der die USA zunehmend zu Verlierern machte, ging indessen weiter. Woodstock artikulierte Hoffnung auf Veränderung in einer langen Reihe von Protestaktionen mit dem Signal: Wir wollen Frieden. Es markierte auch den Beginn von Stadionrock, Glamour, Superstars, viel weißem Pulver, Profitgier und künstlichem Nebel. Der Schlamm von Woodstock als Menetheke. Die 4 Organisatoren retteten sich vor der Insolvenz durch den Verkauf der Bild- und Tonrechte an Warner Brothers, die über 50 Millionen Dollar an dem Film und den beiden Alben verdienten. Alle Versuche von Michael Lang, die Aura des Festivals im Dekadenrhythmus wiederzubeleben, scheiterten. Danke. Karl Lippegaus erinnerte an das Woodstock-Festival, das heute vor 50 Jahren begann.